Was meint ihr damit? Habt ihr Naja, Informationen? entweder mit eurem permanenten Ableben oder mit dem Untergang des Feindes. Ist Ich das eine vermute. Drohung? Wollt ihr mich töten? Er greift mit seiner Hand Nein. an den Gürtel. Die Götter haben uns offenbart, dass Aventurien in den Fluten der blutigen See untergehen wird, wenn wir nicht bis zu den namenlosen Tagen dieses Jahres Darion Paligan und sein Gefolge besiegt haben. Tja, noch mehr schlechte Nachrichten. Ich Aber dachte, das jetzt. wäre allgemein bekannt. Wissen die Leute nicht, dass die Welt untergeht? Ja, euren Zettel haben wir wohl bekommen. Die Naja. Prophezeiung von diesem Borniew Bornski. Ja, dann hätten die wohl mal etwas direkter sein sollen mit: Die Welt geht unter, bewegt euren Arsch. Kein Scherz. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich Beilung verhungern lassen? Soll ich Ilso verhungern lassen? Mir fehlen die Männer, mir fehlen die Schiffe. Naja, also, ich sag's euch, wie es ist. Entweder ihr kommt halt mit euren Schiffen oder ihr kommt nicht. Aber wenn ihr nicht kommt, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass die verhungern, weil die alle ertrinken werden. Wohin sollen wir denn kommen? Ja, es wäre erstmal wichtig zu wissen, ob ihr kommen wollt. Das hat mit Wollen nichts zu tun. Verdammt, ich habe bei Everett geschworen zu tun, was ich tun kann. Nun, die Plagenbringer ist auf dem Weg nach Süden. Und sie wird in den namenlosen Tagen den Seelamgrund erreicht haben. Den Seelamgrund. Davor müssen wir etwas unternehmen. Und zwar möglichst alle zusammen. Ich verstehe ja, dass ihr mit euren wenigen Schiffen nicht viel ausrichten könnt. Aber wenn ihr euch mit euren Schiffen einem größeren Verbund anschließen würdet, dann könntet ihr doch auch etwas bewirken. Tja, und wieder einmal würde es Praia Danya nicht gegeben haben, hätte ich drei Schiffe mehr. Ich Naja, das. seufze. Naja, da möchte euch jetzt keiner widersprechen. Ich sehe, was ich tun kann. Ich spreche mit dem Konteradmiral. Es ist schwierig. Ja, ich kann euch versprechen, eure Position wird an der ganzen Küste geteilt. Niemand hat genug Schiffe wegen den Bastarden in ihren Dämonenarchen. Die haben viel gefressen. Und wenn jeder sich jetzt auf sich konzentriert, dann spielen wir deren Spiel. Und wenn wir das tun, haben wir schon verloren. Tja, ich werde einen Brief schreiben an die Kaiserin. Ich sage es mal ganz offen, sie schätzt mich nicht. Sie war immer ein großer Freund von der Admiralin. Wahrscheinlich nur, weil sie eine Frau ist. Naja, so habe ich sie nicht kennengelernt, aber wart ihr vielleicht unhöflich zu ihr? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kennen die beiden sich persönlich? Oder ihr, die Kaiserin? Ich habe die Kaiserin nie gesehen, nein. Praia Danya wohl aber ja. Sie hat auch dreimal ihren Rücktritt verkündigt. Die Kaiserin hat dies abgelehnt. Wenn ihr mich fragt, hätte die Kaiserin noch vor dem ersten Rücktrittsgesuch die Admiralin absetzen sollen. Man fragt sich, warum sie dann das erste Rücktrittsgesuch nicht angenommen hat. Tja, das weiß wohl nur die Kaiserin selbst. Ich werde nach mehr Männern fragen. Vielleicht können wir von der hawenischen Küste, Albernia oder so etwas, Leute abziehen. Nun, vielleicht sollten wir ja auch noch einmal schreiben, um die Dringlichkeit des Anliegens deutlich zu machen. Tut das. Gut, dann habt Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Wir werden dann wohl uns auch noch einmal mit der Familie Marix auseinandersetzen, denn sie scheinen mir starke Verbündete in dieser Sache zu sein. Davon könnt ihr ausgehen. Wenn ihr etwas braucht, dann werdet ihr bei Ola Marix auf offene Ohren stoßen. Darf ich fragen, wo ihr eigentlich hergekommen seid? Nun, wir haben gerade eine Pforte des Grauens vor Rulat geschlossen. Warum fragt ihr? Oh, Rulot. Ich wollte nur wissen, wo ihr hergekommen seid.
ob ihr aus Aranien kamt. Warum? Und ob ihr etwas zu ihrem Verbleib wisst. Hätte ja durchaus sein können. Nun, ich versichere euch, dass man in Janka nichts über ihren Verbleib weiß. Also gut. Und in Zorgern? Möglich. Also ihr wisst nichts. Nun, es scheint ein Gerücht zu sein, dass ihr sich nach Aranien abgesetzt habt, aber habt ihr einmal überlegt, einen Brief dorthin zu schreiben? Ich meine, es gibt auch dort eine Admiralin, offizielle Stellen. Ja, die Frage war ja, ob ihr nichts wisst. Ob sie in Aranien gesehen wurde. Nicht, dass wir wüssten. Ich müsste sie wegen Fahnenflucht und Gehorsamsverweigerung erschießen lassen. Sollte ich erfahren, dass sie nach Aranien sich abgesetzt hat. Nun, so wie ihr sie geschildert habt, klingt das aber nicht nach ihr, oder? Nachdem sie diesen Kampf gegen die Goldmorgen-Tarantel beim letzten Mal verloren hat, war sie tatsächlich ziemlich angeschlagen. Sie wird von einer Dämonen-Eiche gefressen. Sie ist wahrscheinlich tot. Ich habe sie danach zumindest noch gesehen, aber sie ist vor ein paar Wochen verschwunden. Habt ihr danach noch gesehen? Danach ja. Aber sie ist wieder aufgebrochen und ja, hat mal wieder eins der Schiffe mitgenommen. Entweder hat sie sich nach Aranien verkrümmelt oder in die Südmeere, wo es keine blutige See gibt, oder sie ist tot. Sei es drum. Sollte sie sich abgesetzt haben, dann wird sie wegen Fahnenflucht erschossen. Gut. Wenn ihr mir nicht weiterhelfen könnt, dann werde ich mich jetzt daran machen, mal wieder einen Brief zu schreiben. Nun, etwas sehr Ähnliches habe ich auch vor. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ebenso, er fährt mit euch. Er fährt mit euch. So könnt ihr euch wieder aus dem Oktagon entfernen. Werdet wieder über die Insel hinübergerudert auf die andere Seite, wo ihr ja viele verschiedene Schiffe erkennen könnt, die dort repariert werden. Allesamt sind irgendwie kaputt. Es ist noch viel mehr Platz da. Jetzt gerade seht ihr 5 Schiffe, die repariert werden. Aber selbst die Seesoldaten, die Seesöldner und die Zimmermänner sehen nicht so aus, als hätten sie gerade groß Lust oder groß Materialien. Was denkt ihr? Naja, ich halte ihn nicht für so unfähig, bin ich ganz ehrlich. Nö, das nicht, aber er scheint offensichtlich, dass Marex ihn gekauft hat. Er lässt ihn bestimmt nicht alles wissen und wie ich mir denken kann, nur ein Bruchteil, aber er ist seine Marionette. Über seine Fähigkeiten wage ich kein Urteil zu fällen, denn das ist alles nur aus zweiter Hand und seine Selbsteinschätzung. Ich denke, dass er in guter Absicht handelt. Aber ja, das würde ich auch vermuten. Nun, bedauerlich. Naja, und es besser zu machen als die Admiralin ist ihnen auch nicht so schwierig. Ihr könnt mal gerne eine Sinneschärfeprobe würfeln. Riechen. Diamantas und Zulamin bekommen es mit. Afim eher nicht. Und wenn ihr dann vom Hafen hinübergeht in Richtung des Festlandes, dann werdet ihr an den Brücken entlang sehen, wie dort eine ganze Menge an toten Fischen treiben auf der Oberfläche. Ihr riecht es zuerst und könnt es dann sehen. Was riecht denn hier so widerlich?
Das riecht mich fast schon an die blütigen See, an der blutigen See. Allerdings. Schaut mal, da unten. Lauter tote Fische. Das ist hier aber kein Süßwasser, oder? Das sollte nichts mit den vergifteten Brunnen zu tun haben. Oh, ich halte das sogar für sehr wahrscheinlich, dass das irgendwie zusammenhängt. Nur vielleicht nicht so, wie wir es jetzt sehen. Ja, das meine ich ja. Das ist nicht... Es sind verschiedene Arten von Wassern, die eigentlich nicht miteinander in Verbindung stehen sollten. Aber offensichtlich leiden beide. Was sind das denn für Fische? Kommen die, also ich kann nicht sagen, ob die hier vorkommen, aber sollten die in der Art Gewässer schwimmen? Also, oder? Die Brücke, die ich meine, Steuerung F ist hier. Sowohl diese als auch diese, wahrscheinlich seid ihr gerade hier rüber gegangen. Der DARPA hier ist selbstverständlich Süßwasser und das hier draußen ist Perlenmeer, das ist dann Salzwasser. Und die Schiffe, die ihr da findet, das sind dann höchstwahrscheinlich Salzwasserfische. Einfach weil hier Kriegshafen, das ist dann alles salzig. Und hier ist dann so die letzte Grenze, wo sich dann ja die letzten Süßwasserfische noch irgendwie aufhalten wollen, bevor sie dann lieber umdrehen. Wie hoch sind wir? Kann ich von hier oben irgendwie erkennen, wie verletzt wurden? Also ob die zerhackt oder durch was sie gestorben sind? Oder muss ich dann weiter runter? Also du kannst es riechen. Die sind auch wohl bei ganzem Leib, die sind nicht zerhackt oder so. Die treiben einfach tot und leicht verfärbt an der Oberfläche. Die sind ganz. Die sind einfach an irgendwie eine Art Fischgift gestorben, würdest du meinen. Und die Wasserfarbe oder so ist die dunkelblau. Normal? Also ja, was heißt normal? Die ist halt Meerwasser. Ist es noch normales dunkelblaues Meerwasser, ja. Der Dapert ist dann so ein bisschen heller, weil es einfach Süßwasser ist. Die sind dann wärmer. Also ich habe sehr begrenzte Dämonenkenntnis, aber wüsste ich irgendwas, was in seiner Nebenerscheinung alles an Fischwesen in seiner Umgebung tötet? Also es gibt ja eine ganze Menge an verschiedenen Dämonen in allen Größen und Formen und Farben. Das ist halt die Frage, wo das Ding beschworen wurde. Es gibt auch Süßwasserdämonen, es gibt Salzwasserdämonen, wenn du so möchtest. Es kann fast jedes Dämonenwesen sein, was von Charybdoroth beschworen wurde. Aber also, wenn es großflächig eine ganze Stadt betrifft, dann ist das kein kleiner, eingehörnter oder kein gehörnter Dämon. Wenn es eine ganze Stadt betrifft und das ganze Brunnenwasser der Stadt betrifft und den Dapert und den Kriegshafen, dann ist das schon irgendwas Gehörntes, vermutest du. Naja, wir müssten mal die Magier fragen, weil das sieht nach einem kräftigen Dämon aus oder nach irgendwas anderem, was verseucht. Vielleicht ein Ulchuchu in der Größenordnung dessen, den wir in der Stadt aus der Tiefe gesehen haben. Ich bin ganz ehrlich, mein Fachwissen endet relativ schnell an dieser Stelle. Meins leider auch. Und Serpentilio will mir verdammt nochmal nichts deswegen beibringen. An der Alachami beschäftigt man sich wenig mit Meeresdämonen. Alles, was ich über die weiß, habe ich danach gelernt, aber... Naja, Schule der Austreibung. Sicherlich eine Anlaufstelle. Also was Besseres würde mir jetzt zumindest nicht einfallen. Nun, sie verstehen sich auf Dämonen. Und sie haben eine starke Motivation, ein Problem in ihrer Stadt zu lösen. Ja, wollen wir erst noch die anderen Magier wieder einsammeln oder wollen wir direkt dahin gehen? Wir sollten sehen, ob sie noch auf der Löwenburg sind, sonst laufen wir zweimal durch die ganze Stadt. Ja, ist richtig. Dann machen wir das. So, lauft ihr in Richtung der Löwenburg. Ihr könnt euch gemeinsam in der Löwenburg zu Perikum sammeln, im Löwenkeller.
wo ihr nach den zahlreichen Geschichten von Boltax, der wohl immer noch sein Titanium durchkreisen lässt, verblieben seid. Und die anderen können dann den sagenumwogenen Gerüchten von dem heiligen Titanium durch nachgehen, der euch dann zu Boltax führt, der dort gemeinsam mit Abelmir sitzt und gerade einen Lammbraten verspeist. Oh, da seid ihr ja wieder. Oh, das sieht lecker aus. Gib mal ein Stück von dem. Was? Nein. Ja, wir dachten uns, dass wir vielleicht Glück haben und euch hier noch antreffen. Nun ja, Boltax hat ja rumgetrödelt hier, musste unbedingt allen sein Deutsch zeigen, was ich für keine gute Idee hielt und halte. Was heißt hier getrödelt? Die Admiralin gesetzt sich zu euch an den Tisch. Ja, tatsächlich rumgetrödelt. Und jetzt setzt ihr euch auch noch dazu. Ihr wollt mir helfen. Ja, wir haben den ganzen Vormittag über Gespräche in dieser Sache geführt und haben uns jetzt ein Mittagessen verdient. Außerdem, Admiralin, öffentliche Meinung ist wichtig. Das sollte euch mittlerweile bekannt sein. Und ich tue hier gerade etwas, um die öffentliche Meinung zu verbessern. Aber es geht um eure öffentliche Meinung, nicht um die meine. Nun, aber eure Meinung profitiert von der meinen. Wenn ich mich prominent hinter euch positioniere und eine positive öffentliche Meinung von mir besteht, nun, dann wird auch eine positive öffentliche Meinung von euch bestehen. So etwas färbt ab. Ich habe zumindest nicht gehört, dass ihr euch positiv... Es ist noch nicht einmal bekannt, dass ich überlebt habe. Alle glauben, ich bin tot oder habe Fahnenflucht begangen. Bitte dir, Mattes. Oder dass ihr euch nach Aranien abgesetzt habt. Und wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass aranische Schiffe auf dem Weg hierher sind. Wir können das optimal so inszenieren, als hättet ihr Verstärkung angefordert. Langersehnte Verstärkung. Nun, wenn sich die Aranier von der guten Pelliope der Perlenmeerflotte anschließen, dann mag das tatsächlich wohl so sein. Aber ich glaube nicht, dass ihr so sehr viel Einfluss habt, dass ihr Arkos seine Schiffe abspenstig macht. Nun, wir haben ein gutes Verhältnis. Und er ist bereit, uns zu unterstützen in unserem Kampf. Und es geht ja nicht darum, was wirklich ist, sondern was die öffentliche Meinung annimmt. Donnt euch ein wenig in dem Glanz, den wir euch zuteil werden lassen. Ich will hoffen, dass das geschieht. Natürlich. Beantwortet mir vielleicht eine Frage. Uns wurde gesagt, dass ihr mehrfach zurücktreten wolltet. Ihr habt eure Meinung geändert? Das ist Vergangenheit. Ich bin auf Rache aus. Ich verstehe. Ich wurde gedemütigt und ich möchte nun zeigen, was in mir steckt. Nun, Rache ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich hatte schon schlechtere Ratgeber. Nun, verfallt aber nicht dem Herrn der Rache anheim. Das wäre der schlechtestmögliche Weg, den ihr einschlagen könntet. Wer waren diese schlechten Ratgeber? Waren sie inkompetent oder waren sie böswillig? Tja. Nun, der eine sitzt nun an meiner Stelle, möchte ich fast meinen. Hardenfels. Was hat er euch geraten? Nun, er hat gesagt, ich soll aufbrechen. Und ich bin aufgebrochen. Mit 3 Schiffen. Wir hatten Glück, dass die Aranier gekommen sind. Tatsächlich. Seine Darstellung der Ereignisse weicht davon deutlich ab. Was hat er euch gesagt? Nun, im Grunde genommen, dass ihr hitzköpfig gewesen wärt und er wütend wäre, dass Perikum euretwegen die Schiffe verloren hätte. Er hat mir gesagt, wir haben die 3 Schiffe, wir haben die Mannschaft dafür, also sollen wir sie drillen und das geht nur auf offener See. Da gebe ich ihm recht. Konnte ja niemand wissen, dass die Goldmorgen-Tarantel direkt dort wartet. Hätte das ahnen können. Wusstet ihr, dass er Geld von der Familie Marex bekommt? Nun, zumindest damals, als ich Admiralin war, nicht. Das ist also eine neue Begebenheit, wenn das so sein sollte. Seitdem ihr abgetreten seid, scheint wohl hier langsam wieder was in die Gänge zu kommen. Zumindest sagt er, er wird jetzt finanziert und rüstet auf.
Nun, aber die Kaiserin hat ihm das nicht zugesichert. Das hätte sie vorher mir getan. Und in diesem einen Monat kann nicht so sehr viel getan oder passiert sein, dass die Kaiserin nun Holz schickt. Oh, es wurde sicherlich schon weitaus vorher geplant. Warum wollte Rohaya euch nicht zurücktreten lassen? Weil wir befreundet sind und sie an mich glaubt. Ein schöner Grund. Es könnte schlechtere geben. Naja, es könnte auch bessere geben. Ihr seid sehr patzig. Ach, wir sind patzig. Ja, ihr seid patzig. Hört auf damit. Ich nicht. Also, ich bin doch nicht patzig. Also, ich bin sehr einfühlsam, würde ich behaupten. Ihr gebt einfach nur mit eurem Titanium-Dolch an, das hilft keinem gerade. Doch, das hilft uns. Ihr habt nur nicht die Weitsicht, um zu sehen, wie es uns hilft. Aber das kommt noch. Lebt erst einmal so lange wie ich, dann werdet ihr das auch haben. Hm? Nun, vielleicht sollten wir unsere Zeit mit wertvolleren Dingen wie den Brunnen beschäftigen. Das ist eine hervorragende Idee. Habt ihr einen Ansatzpunkt gefunden? Nun... Eine Idee der werten Admiralin war, dass wir uns einmal den Brunnen etwas außerhalb anschauen. Nicht wahr, Abelmir? Im Boron-Tempel, außerhalb der Stadt, genau. Ich denke, wir können auch außerhalb der Stadtmauern bleiben, wenn wir die Löwenburg verlassen. Nun, dann ist es ja gut, dass wir euch ein Stück entgegengekommen sind. Schaffen wir das vor dem Abendessen? Ich denke schon. Es sollte maximal eine Stunde Fußmarsch sein. Naja, vielleicht kann man uns ja auch Pferde leihen. Ich habe gehört, Boltax hat hier gute Kontakte. Ja, das ist richtig. Ich denke, das sollte tendenziell kein Problem darstellen, je nachdem, wie weit dieser Tempel entfernt ist, ob es sich überhaupt lohnt, dahin zu reiten. Naja, ist schon ein Stück. Ich kenne mich hier nicht so gut aus, aber ja. Etwas mehr als eine Meile vielleicht. Das sollten wir auch ohne Pferde schaffen. Ich denke auch. Naja, ich leih mir aber zwischendurch einfach auch mal gerne Sachen. Ja, ihr müsst sie bloß zurückgeben. Ja, der Part macht mir mal weniger Spaß. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht, wenn ihr uns entschuldigen wolltet, wir sollten schnellstmöglich aufbrechen, um nun ja die Sachen zu inspizieren, bevor wir eine gewisse Unterhaltung führen. Ja, ich würde mich freuen. Also los, brecht auf! Das werden wir. Und ihr solltet darauf bedacht sein, einen guten Eindruck hier zu machen, denn die Rondra-Kirche ist eine mächtige Fürsprecherin. Keine Sorge, da habe ich keinen Zweifel. Ich bin sehr einfühlsam und jeder liebt mich. Ja, das sage ich auch immer. Aber jetzt essen wir erstmal, denn ohne einen vollen Magen lohnt es sich nicht aufzubrechen. Ihr seid doch schon dick genug. Lass uns gehen. Oh, nur ein kleiner Happen. Dann nehmt ihn mit. Ihr habt eure Lammkeule ja nicht mal aufgegessen. Ja, die nehme ich auch mit. Die kann ich auch im Laufen essen. Das ist nicht sehr traviergefällig. Ja, das ist mir bewusst, aber das ist mir egal. Abelmir. Kommt, ich zieh so halb hoch. Naja, Boltax, der Schwarzmagier, wie im Buche steht. So sieht es aus. Nimm da ein paar Servietten mit für das Fett. Da wird auf Regeln und Konventionen gepfiffen, wird hier. Ja, nun kommt schon. Vergiss die Servietten nicht. Ja. Ja, dann geht's los.